Hallo, meine Lieben, wir schminken wieder was. Und zwar wurde sich das gewünscht. Ich habe, wie gesagt, dazu schon mal ein Video gedreht gehabt, aber mir gefällt die Bildqualität einfach überhaupt nicht, weil das Licht so scheiße ist. Ja, mit der Sunset-Palette wollen wir etwas Alltagstaugliches schminken. Ich zeige sie euch nochmal, obwohl ich sie euch schon tausendmal gezeigt habe. Ich bin hier ein bisschen rot heute, ich weiß gar nicht genau warum. So, ich werde als erstes die Eyeshadow Base von Rivaldi Loop verwenden. Das Einzige, was mich an der eben stört, ist, dass man mit dem Nagel rein muss. Und wenn man längere Nägel hat, hat man dann die Hälfte unter dem Fingernagel. Aber sonst finde ich die, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, ich hole euch jetzt erstmal näher. Ich werde jetzt erstmal diese beiden Töne miteinander mischen. Und werde mir die vorne aufs Augenlid aufgeben. Dann noch ein bisschen in die Farbe hier. Dann sieht das erstmal so aus. Ja, es soll jetzt was Alltagstägliches soll es werden. Alltagstaugliches. Wir nehmen jetzt diese Farbe hier. Einfach weil die nicht so bam in your face ist. Und geben die in die Lidfalte. Also in dieser Palette fehlt leider auch wieder ein Blendeton. Aber ihr müsst halt auch mal bedenken, die meisten Leute haben ja nicht nur eine Palette. Und wenn doch, dann hat man noch sein Puder oder so. Und eigentlich hat man dann genug Sachen. Ja, was Alltagstaugliches wolltet ihr haben? Geht. Ich finde es halt ein bisschen unspektakulär so. Vielleicht machen wir noch einen Eyeliner. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass es alltagstauglich ist, ne? Vielleicht gehe ich doch noch ein ganz kleines bisschen in die Farbe daneben, in diese hier. Aber mit einem kleineren Pinsel. Und gebe mir das hier so ein bisschen und ziehe das nach vorne. Ich gehe nochmal in diese Farbe hier. Einfach weil ich die hier noch ein bisschen besser rausbringen möchte. Und ich nehme dafür eben diesen Smoky Eye Brush von Essence. Ich gehe dann in mein Puder und fange an, das hier oben so ein bisschen auszublenden. Wobei man da jetzt auch nicht so viel machen muss, einfach weil wir ja hier nicht so viel bunten Lidschatten haben und auch nicht so viel aufgetragen haben. Einfach, dass man hier so ein bisschen den Übergang noch schöner macht. Die Augen haben wir eigentlich schon. Wie gesagt, ich werde mir jetzt noch einen Eyeliner-Strich ziehen. Habe ich mir neu gekauft, weil ich meinen anderen verloren habe. Von Catrice den Eyeliner-Pen. Ganz normal. Ich glaube, den hatte ich davor auch. So, Eyeliner-Strich ziehen mit euch zusammen. Wird spannend, weil ihr wisst, ich bin da wirklich nicht so der Meister drin. Wir probieren es einfach mal. Ich mache den jetzt auch relativ dünn, einfach weil es eben Alltags-Make-up sein soll und ich persönlich im Alltag nicht so einen krassen Lidstrich tragen würde. Irgendwo habe ich mal gesehen, man sollte den kleinen Finger so gegen die Wange machen. Damit komme ich überhaupt nicht klar, ne? Ich muss das hier so. So mache ich das. Ja. So, machen noch die kleinen Feinarbeiten, bevor wir uns an den Wing machen. Ich mache einmal meine Augenbrauen, bevor ich den Wing mache, weil das braucht vollste Konzentration.
Tada! So, ich habe jetzt überlegt, ob ich noch einen Wing mache, habe mich aber dagegen entschlossen, einfach weil ich das, glaube ich, im Alltag auch nicht wirklich machen würde. Ich bin einfach nicht so der Eyeliner-Mensch, tut mir sehr leid. Ja. So. Das heißt, wir lassen das jetzt mal ein bisschen antrocknen, bevor wir die Wimpern tuschen. Wir kümmern uns erstmal um Rouge. Als Rouge möchte ich benutzen von H&M dieses Spring Flower Blush. Sieht sehr schön aus. Dafür nehme ich meine Pinsel. Dafür nehme ich meinen Pinsel und gebe mir das auf die Wangen. Und als Highlighter verwende ich heute von Reval de Loop diesen Baked Highlighter in Moondust. Der sieht so aus. Und den habe ich einfach auch viel zu selten bis jetzt benutzt. Da wird er heute mal zum Einsatz kommen. Weiß gar nicht, ob man den jetzt in der Kamera sehen kann. Ah doch, da kann man, glaube ich, gerade ganz gut sehen. So, das hätten wir auch geschafft. Ich werde mir jetzt einmal die Wimpern tuschen. Was werde ich denn heute verwenden? Ich habe gerade so viel zur Auswahl. Ich werde die CoverGirl Mascara nehmen, die The Clump Crusher, und werde sie davor biegen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Augen haben wir. Ich habe es jetzt auch noch getuscht. Ich finde ja immer irgendwie, ja, mit Eyeliner habe ich so meine Probleme da mit den Wimpern. Ich werde noch was auf die Lippen auftragen, und zwar ist das der P2 Impressive Gel Lip Liner in der Farbe Romantic Rosewood. Und das werde ich mir eben noch tun. So, das ist der, und ich werde jetzt noch von Essence diesen Stay With Me Lip Gloss in der Farbe Candy Bar drüber geben. Und das ist das fertige Ergebnis. Also, ich finde es eigentlich echt alltagstauglich, oder? Also, es ist auf den Augen irgendwie nicht sonderlich viel los. Es ist eben, ja, ein bisschen schimmerig. Wenn man das nicht mag, ja, dann kann ich euch jetzt leider auch nicht helfen, weil die Palette ist sehr schimmerig. Beziehungsweise, also gibt es matte Töne? Nein, es gibt nicht ein. Doch, der schwarze ist matt. Der schwarze ist matt, ansonsten sind die alle sehr schimmernd. Deswegen ist das schwierig, da was anderes mit zu schminken. Aber ich würde so auf die Arbeit gehen, vielleicht mit den Lippen. Obwohl doch die Lippen auch, oder? Ja. Ich glaube, mit dem Gloss drauf wäre es mir ein bisschen too much. Ohne den Gloss würde ich es machen. Ja. Kommt natürlich darauf an, wo ihr arbeitet. Wie dem auch sei, ich würde es auf jeden Fall auf die Arbeit gehen. Mit den Lippen weiß ich noch nicht genau. Einfach nur, weil ich so nicht so ein Lippenstiftträger für den Alltag bin. Aber wir haben ja gesagt, beziehungsweise ich habe ja gesagt, ich möchte das ändern. Vielleicht ändert sich das ja jetzt. Und ja, das war der Look mit der Sunset-Palette. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis dahin, tschüss.